Hallo, mein Name ist Otto Lechner. Ich bin blinder Komponist und Musiker und ich bin in bester Gesellschaft. Gemeinsam mehr sehen. Die berufliche Assistenz des Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland lädt Sie ein, in die Welt blinder bzw. sehbehinderter Menschen einzutauchen. Denn auch trotz einer vorhandenen Sehbehinderung gibt es viele Möglichkeiten, im Berufsleben erfolgreich und im Privatleben zufrieden zu sein. Begeben Sie sich nun auf eine informative Reise quer durch die Tätigkeitsfelder blinder und sehbehinderter Menschen und erfahren Sie einiges über die Unterstützungsmöglichkeiten, die durch die beruflichen und technischen Assistenzdienste und das Jugendcoaching kostenfrei geboten werden. Geschichtliches. Der Zugang zu blinden Menschen und Menschen mit Sehbehinderungen war seit jeher sehr unterschiedlich. Einerseits stellte man deren Bildbarkeit in Frage, andererseits schrieb man ihnen vereinzelt auch außerordentliche Fähigkeiten zu. Im 18. Jahrhundert wurde die erste Blindenanstalt in Paris begründet. 1825 entwickelte Louis Braille ein Punktesystem, das als Brailleschrift weltweit seither verwendet wird. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland wurde schließlich 1947 gegründet und ist heute einer der größten Selbsthilfeorganisationen Österreichs. Seit 1999 bietet die berufliche Assistenz ihre Dienstleistungen im Rahmen des Verbandes an. Gemeinsam mehr sehen. Steckbrief. René, Optikus Atrophie, Berater und Gutachter seit 2007. Durch den Gewebeschwund, die Atrophie meines Sehnervs, der die Nervenfasern betrifft, kann ich Kontraste kaum erkennen. Ich sehe Farben eingeschränkt und das Bild verschwimmt. Ich bin sehbehindert. Eine neunfache Vergrößerung hilft mir dabei, problemlos zu lesen. Die Beraterfunktion in der technischen Assistenz ist oftmals eine größere Herausforderung für mich. Steckbrief. Nerma, Katarakt, grauer Star. Sekretärin seit 2012. Die Trübung meiner Augenlinse, Katarakt, ist sehr weit fortgeschritten. Ich nehme mein Umfeld nur noch neblig wahr und bin sehr blendempfindlich. Ich bin sehbehindert. Durch eine Low-Vision-Abklärung im Auftrag der beruflichen Assistenz konnte mein Bedarf an Hilfsmitteln genau geklärt werden. Nun kann ich barrierearm arbeiten. Kommunikation, Korrespondenz und Verwaltung sind meine Aufgabenbereiche. Technische Hilfsmittel ermöglichen mir das Arbeiten am Computer. Steckbrief. Jürgen, Nystagmus, kein Farbsehen, Blendung, Zapfendystrophie. Teamassistent seit 2014. Ich sehe Graustufen und bin sehr blendempfindlich. Außerdem sehe ich unscharf. Ich bin sehbehindert. Die Arbeit ist oftmals eine Herausforderung, aber es ist auch motivierend, bestimmte Projekte zu begleiten. Aus dem Hilfsmittelpool der technischen Arbeitsassistenz werden schnell und unbürokratisch Praktikums-, Schulungs- und Arbeitsplätze vorübergehend ausgestattet. Gemeinsam mehr sehen. Steckbrief. Angela, Retinopathia pigmentosa, Beraterin für elektronische Hilfsmittel für Blinde. Meine Sinneszellen der Netzhaut, der Retina, sind zerstört. Am linken Auge bin ich blind. Rechts habe ich ein geringes Sehvermögen im Zentrum, wie ein Blick durch einen Strohhalm. Ich bin blind. Als Beraterin und Trainerin für elektronische Hilfsmittel trage ich dazu bei, Arbeitsplätze und Betätigungsfelder für blinde Menschen zu schaffen und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Steckbrief. Julia, Usher-Syndrom, Unternehmensberaterin seit 2014. Mein Gesichtsfeld ist eingeengt. Bewegungen und Hindernisse außerhalb nehme ich dadurch nicht wahr. Ein Rundumblick ermöglicht meinem Gehirn, Bilder zusammenzusetzen. Ich sehe unscharf, bin nachtblind und habe Probleme beim Farb- und Kontrastsehen. Zudem bin ich beim Hören eingeschränkt. Als Beraterin informiere ich Unternehmen über Arbeit und Behinderung und helfe damit, dass Unternehmen ihre Vorurteile und Angst vor Jobsuchenden mit Behinderung abbauen können. Eine wesentliche Voraussetzung, dass blinde oder hochgradig sehbehinderte Menschen selbstständig und arbeitsfähig sind, stellt die Orientierungs- und Mobilitätsfähigkeit dar.
Das Orientierungs- und Mobilitätstraining verbessert die Fähigkeiten, sich in der Umwelt selbstständig, zielgerichtet und sicher zu bewegen. Das betrifft die soziale, die private und die berufliche Mobilität gleichermaßen. Gemeinsam mehr sehen. Steckbrief. Ivana, Morbus Stargardt, Kerzen- und Seifenherstellerin seit 2013. Der Gesichtsfeldausfall befindet sich im Sehzentrum. Meine Blendungsempfindlichkeit ist sehr erhöht. Die Anpassung an die Lichtverhältnisse ist schwierig. Ich bin sehbehindert. In der Werkstätte spürt man den Erfolg, den echte Handarbeit bereitet. Aus einfachen Grundstoffen entsteht ein gutes Produkt. Mein durch die Sehbehinderung gegebener Nachteil im Beruf wird mit einer Entgeltbeihilfe durch das Sozialministerium Service nach Begutachtung durch die Arbeitsassistenz ausgeglichen. Steckbrief. Markus, blind, hell, dunkel, Verkäufer seit 2015. Aufgrund der Unterbrechungen von Lichtreizübertragungen zum Gehirn kann ich Licht nicht wahrnehmen. Ich sehe kaum mehr Umrisse. Bei gutem Licht kann ich Bewegungen teilweise erkennen. Ich bin blind. Mein Potenzial hat bereits mein Jugendcoach vom Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland entdeckt. Täglich Kontakt zu Kundinnen und Kunden zu haben, macht mir Spaß. Und wenn man die Menschen dabei gut beraten kann, umso mehr. Dank der erfolgreichen Arbeitsplatzakquise meiner Arbeitsassistentin konnte ich in einem großen Elektrohandelsunternehmen meinen beruflichen Traum verwirklichen. Steckbrief. Elisabeth, Glaukom, grüner Star, Therapeutin seit 2014. Erhöhter Augeninnendruck und mangelnde Blutversorgung haben meinen Sehnerv allmählich zerstört. Ich sehe nur noch ein kleines zentrales Sehfeld, Röhrenblick. Ich bin sehbehindert. Es ist für mich immer wieder eine Freude, Menschen motivierend zu begleiten und an ihrer Entwicklung teilnehmen zu können. Gemeinsam mehr sehen. Steckbrief. Mario, Netzhautablösung, Pinsel- und Besenmacher seit 2010. Aufgrund meiner Netzhautablösung sehe ich einen schwarzen Schatten in meinem Gesichtsfeld. Ich bin blind. Der Beruf des Bürstenbinders hat eine lange Tradition. Handeingezogene Ware überzeugt immer wieder durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit. Steckbrief. Marion, Makuladegeneration, Masseurin seit 2010. Bei meiner Netzhautmitte, der Makula, geht die zentrale Sehschärfe meiner Augen verloren. Ich sehe einen welligen, verschwommenen Fleck im Zentrum. Die Farben sind reduziert. Ich bin sehbehindert. Im Rahmen der durch die berufliche Assistenz angebotenen Leistungsdiagnostik konnte ich mein Berufsziel sehr treffend definieren. Dieses Angebot stärkte mich in meiner Entscheidung. Mein Arbeitsplatz wurde eingehend analysiert und entsprechend ausgestattet. Ich habe durch meine Augenerkrankung mehr Gefühl entwickelt und übe einen für sehbehinderte und blinde Menschen weltweit klassischen Beruf aus. Das Arbeiten mit Menschen macht mir Spaß. Steckbrief. Michael, juvenile Makuladegeneration, IT-Mitarbeiter seit 2002. Mein Gesichtsfeldausfall befindet sich im unteren Drittel. Pastelltöne kann ich sehr schwer wahrnehmen. Ich bin sehbehindert. Laufende Wartung, Planung und Systembetreuung von Netzwerkinfrastrukturen erfordern Wissen, Ausdauer und Ideen. Steckbrief. Savasch, Retinopathia pigmentosa, Backoffice-Mitarbeiter seit 2012. Durch das Absterben meiner Netzhautzellen verliert meine Retina allmählich ihre Funktion. Mein Blick ist tunnelförmig. In der Peripherie ist es schwarz. Ich bin sehbehindert. Technische Hilfsmittel ermöglichen mir das Arbeiten am Computer. Durch eine starke Vergrößerung kann ich meinen Beruf problemlos ausführen. Das Sozialministerium Service hat meine Arbeitsplatzausstattung nach Begutachtung durch die technische Arbeitsassistenz voll finanziert. Gemeinsam mehr sehen. Mit Humor
und Optimismus, dranbleiben und nicht locker lassen.